So, hallo, die Testaufnahme war synchron. Wir machen weiter beim Mario Maker 2 und haben ein Level vom Mr. Destruktiv, der mir einen Kommentar geschrieben hat, dass ich mir sein Level mal anschauen soll. Mit dem Zusatzkommentar, allerdings relativ schwer. Schauen wir mal rein. Wenn es zu schwer ist, ihr kennt mich, dann werde ich es nach vielleicht 10 Minuten oder so abbrechen. Und wenn ich meinem Ehrgeiz geweckt werde, dann haben wir den ganzen Part über dieses Level. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was da kommt. Okay, da ist er schon destruktiv. After journey in land of burning zenith, Mario discovers a brittle ruin. A gentle step into the unknown. 1.43.209. Huh. Okay, langes Level und schwierig. Schauen wir mal, was uns so erwartet. Oh mein... Oh, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren. Das heißt, wir kriegen keine Checkpoints. Und der Weltrekord sind 2 Minuten. Oh, das ist so ein Level. Es ist keins, wo ich jetzt springen muss, sondern ich darf nie springen. Oh Gott, ich kann... Oh, da bin ich viel zu ungeduldig für. Oh mein Gott. Für sowas bin ich super ungeduldig. Alter, bin ich gerade... mein Herz... Okay, also kommen wir schon mal hier in die Tür rein, theoretisch. Ich hätte aber auch darüber gekonnt. Hilfe. Okay. Das Problem halt bei solchen Leveln ist natürlich das, wie bei Scrolling-Leveln, dass wenn du das wieder neu spielen musst, musst du alles genauso machen wie vorher, weil du halt nicht schneller durch kannst. Du bist ja darauf angewiesen, dass du nicht fällst. Kann ich dazwischen? Kann ich stehen, glaube ich, ne? Da muss ich nicht mal. Huh. Okay. Oh Gott, ich bin noch nicht drauf. Alles klar. Oh, solche Levels sind überhaupt nichts für mich. Mist. Und jetzt dürfen wir halt alles wieder neu machen. Und ich kann halt kaum schneller. Also ich weiß jetzt zwar, was ich tun muss, aber sobald ich ein bisschen zu schnell mache, laufe ich ja schon Gefahr, dass ich irgendwo einen kleinen Sprung nach unten mache oder was weiß ich. So, jetzt will ich hier aber mal rüber gucken. Was ist da drüben auf der anderen Seite? Ist da nur ein Leben dann oder was ist da? Ach so. Ach so, da ist einfach nichts. Das ist für die Symmetrie. Ich verstehe. Na und auch jetzt hier das Problem bei der Coinsnake. Ich muss jetzt halt wieder die Coinsnake nach unten fahren. Das ist halt nicht so spannend. Und das dauert halt seine Zeit. Aber das ist wie mit Scrolling-Level. Das ist immer das gleiche Problem. So. Okay, und wir wissen nachher, bei der Wippe müssen wir möglichst schnell durchkommen. Sonst wird uns der... Oh Gott. Sonst wird uns der Mancher wegfuttern. Aber auch nicht zu schnell... Ja, Moment. Aber wie komme ich denn jetzt auf die Tür? Ach so, oh Gott. Oh. Jetzt ist er da drauf gekommen. Oh Himmel, ist das ein Raum. Oh Himmel, ist das ein Raum. Okay. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Aber
kann es leider nicht abkürzen. Das ist... Aber ich würde es jetzt schon gerne weiterspielen, auch wenn das seine Zeit kostet. Bisher reizt mich das Level. Ich darf nur nicht ungeduldig werden. Und ihr auch nicht. Doch ihr dürft schon. Ihr dürft sagen, was macht denn der hier für ein Mist? Zack! Oh nein, ich hab's versaut. Ja, ja. Was soll ich tun? Ach, verflucht. Ich müsste den Raum erstmal üben, ne? Wir üben den Raum jetzt erstmal. Na, das bringt so jetzt ja nichts, wenn ich hier die ganze Zeit... in dem Raum fehle und keine Strategie habe. Ich brauche eine Strategie für den Raum. Kann ich denn direkt da hochlaufen? Nein, also ich muss den erstmal drüber über... Ja, das habe ich schon wieder kaputt. Jetzt habe ich schon wieder Quatsch gemacht. Lass mich dann mal zurücklaufen. Soll der da hochlaufen? Ist okay. Jetzt sind wir in etwa wieder an der Anfangsposition. Also ich laufe am Anfang über den drüber. Das war schon richtig. Dann muss ich es irgendwie so hinkriegen. Jetzt wäre es ja praktisch oben. Und jetzt kann ich da reingehen. Okay, wir gucken mal, wie es weitergeht. Das wäre vielleicht... Das ist in so einem Level sowieso super sinnvoll, dass man sich erstmal anschaut, was kommt. Ich weiß jetzt zwar nicht, wenn ich vielleicht mal einen versehentlichen kleinen Tipper mache, ob ich es dann falsch gemacht habe. Aber man kann trotzdem schon mal grob gucken. Ja, so komme ich noch nicht runter. Ich muss einen von denen nutzen. Aber ich darf jetzt auch nicht auf die drauf landen. Wie mache ich das denn jetzt hier? Kann ich den hier nehmen? Und jetzt wäre ich auf der Tür. Okay, jetzt wäre ich da durch die Tür. So, hier darf ich nicht springen. Also den P-Switch kann ich mir nicht holen. Keine Chance. Was macht der da? Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Oder machen die nur Musik? Hey, sollen wir jetzt die Reihenfolge machen? Peasage, Trampolin, Pau oder was? Also somit würde man jetzt hier mit hochfahren. Ah, ich hätte ihn mitnehmen. Ach, man hätte es jetzt hören können, welches das Richtige ist. Ah. Und dann sterbe ich hier. Okay. Nee, man könnte hier ja immer noch überleben. Also wenn man jetzt wirklich, wenn man jetzt nicht, klar, dass ich nicht springen darf, ist mir schon logisch, ne? Aber jetzt gerade könnte ich hier überleben. Auch im Normalfall, wenn man da hin und her läuft, da unten, könnte man es auch überleben. Und jetzt wird die wegtransportiert, die Pflanze. Jetzt kann man durch die Röhre. Aber der Weg war ja sowieso falsch. Hier wäre aber das Ziel. Also wenn man diesen Zwischenraum, diesen schwierigen Zwischenraum gerade eben, wenn man den schafft, könnte... Ah ja, jetzt bin ich eh tot, jetzt ist die Pflanze da. Dann könnte man das Ganze abschließen. Aber vielleicht braucht es diesen Zwischenraum gar nicht. Ne? Vielleicht ist, wenn man das richtige Ding findet, das ist der Powerblock, das musste man am Geräusch erkennen, jetzt habe ich das Rätsel auch verstanden. Wenn man den richtig macht, vielleicht überspringt man dann diesen Boss. Man kann den Pau mitnehmen. Natürlich. Man kann ja den Pau mitnehmen und dann den Mancher direkt wegfetzen. Das heißt, das Problem ist nur dieser Zwischenraum mit der Wippe.
Alles andere in dem Level ist okay. Das kriegen wir doch wohl hin. Das kriegen wir doch wohl hin. Zack. So, das ist der Problemraum. Ich muss erst rüberlaufen. Unter dem durch. Wobei, kann ich nicht jetzt schon... Jetzt war ich wieder zu... Ah. Ich, genau, ja. Wenn der nämlich selber dann draufläuft, wenn der selber draufläuft, dann habe ich nicht mehr das Problem, dass ich das ausgleichen muss. Das ist der, das ist das. Ja, das ist das. Wenn der selber draufläuft, dann ist es deutlich einfacher, hochzulaufen und in die Tür reinzugehen. Verstanden. Also wirklich, das erste Ziel ist erstmal nur an dem vorbei und über ihn drüber. Ich denke, so müsste es funktionieren. Also über ihn drüber. Und jetzt läuft der... Ah, jetzt habe ich Quatsch gemacht. Jetzt ist er nicht draufgelaufen. Dann mache ich es halt doch selber. Geht das überhaupt? Nein, ich laufe lieber wieder über ihn drüber. Und wenn er dann selber draufläuft, so nämlich, dann kann ich hier in Ruhe in die Tür reingehen. Sehr schön. So, jetzt hier einfach geduldig sein. Weil das haben wir halt vorhin nicht gesehen, ob meine Methode da funktioniert hat. Im Sinne von, dass ich da nicht runterfahre. Oh mein Gott. Das war viel zu... Nein! Das meine ich. Genau das meine ich. Das hätte vorhin auch passieren können und da hätte man es aber nicht gesehen. Ah, oh, okay. Ich will das Level schaffen. Ich will dieses Level schaffen. Oh, warte, nehmen wir überhaupt auf? Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich kurz OBS, weil ich gerade irritiert war. Alles gut. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen. Aber passt. Alles gut, wir nehmen auf. Aber solche Level im Super Expert ist auch richtig mies, ne? Die zehren dir deine Leben weg wie sonst was. So. Soweit. Boah. Also über ihn drüber. Dann lassen wir ihn drauflaufen. Und dann können wir ganz gechillt in die Tür. Okay, vielleicht nicht ganz gechillt. Ah. Vielleicht nicht ganz so gechillt. Und wieder hier runter. Bitte skip die Teile einfach, ne? Ich lade es ja komplett hoch und fange jetzt nicht an rumzuschneiden. Das wäre die Stelle, an der gute YouTuber jetzt anfangen würden zu schneiden. Und einfach nur wieder da einzusetzen, wo es wieder relevant wird. Aber ihr könnt ja auch einfach auf eure Pfeiltaste drücken. Sofern ihr den YouTube-Player seid. Und
10 Sekunden nach vorne skippen und schon bin ich bei der Stelle, wo ich wo ihr haben möchtet. Und wer mich nochmal komplett durchlaufen sehen möchte, der kann dann halt komplett zuschauen. Aber ich würde an der Stelle, würde ich längst bei einem anderen YouTuber skippen. Ne? So, also hoch und rein da. Gut. Ich frage mich, ob ich direkt auf die mittlere kann. Es sieht irgendwie so aus, aber ich traue mich nicht. Lieber nicht, ne? Lieber nicht. Und man kann die, man wird selber übernommen. Das ist auch schon mal wichtig zu erkennen. Jetzt geht er auf den Boden. Jetzt gehe ich auf den drauf. Nicht gut. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Oh no. Das hat vorhin besser funktioniert. Ich glaube, da habe ich länger gebraucht für alles. Ich glaube, da habe ich länger gebraucht. Mist. Großer Mist. Das ist ja der letzte Raum. Das ist ja der letzte Problemraum. Danach geht es ja nur noch den Pau hoch. Dann nehmen wir den Pau mit und sind happy. Wir nehmen den Pau mit. Ja, witzig. Geht ja gar nicht. Muss ich dann doch den Boss machen? Oh, Mist. Habe ich noch gar nicht geguckt, was das jetzt bedeutet, wenn man den Pau-Weg geht. Ich kann den Pau ja gar nicht mitnehmen. Wir spielen ja Bros. Also SMB. Da kann ich keine Items tragen. Okay. Aber vielleicht gibt es da hinten einen Stern oder... Ne, Stern wäre auch wieder Quatsch. Ja, wir werden sehen, was es da gibt. Irgendwas wird es geben. Erstmal müssen wir hinkommen. So, ab in die Tür. Okay. Vielleicht ist es hier wirklich besser zu warten und nicht so schnell durchzugehen, weil dann die Koopas besser passen. Ich weiß es nicht. Jetzt geht er da wieder drauf. Das ist nicht günstig. Wenn ich jetzt runtergehe... Jetzt muss es passen. Jetzt passt es perfekt. Okay, nice. So. Na, das ist das Dock. Das ist die Schelle. Und das ist dieses Dumpfe. Und wenn wir jetzt hier sind, hören wir, dass es dumpf ist, deswegen der Pau. No! Oh Gott, nein! Hilfe! So, aber ich kann ihn halt nicht mitnehmen. Ne? Also was ist jetzt anders? Ich kriege jetzt wahrscheinlich den vollen Bonus. Und was ist der volle Bonus? Ach, ich kriege eine Blume zusätzlich. Ich habe jetzt 2 Hits. Scheiße. Ich muss den Boss machen. No! Ich muss einfach nur im Rhythmus bleiben. Ich sehe ja grob, wie sich das Ding bewegt. Da kommt schon meine Zielplattform. Oh mein Gott! Da ist schon der erste Hit. Jetzt ist es kaputt gegangen. Jetzt geht es eine ganze Zeit lang erstmal so. Aber wir haben es gleich. So bleibt es jetzt schön ruhig. So bleibt es jetzt schön ruhig. Oh nice, die Blöcke machen es kaputt. Oh yes. 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 Wobei, wenn ich jetzt rüber... Nee, ich pfeife nicht. Ich lasse mich lieber hochfahren. Nicht, dass wir hier Quatsch machen. Nicht, dass wir hier Quatsch machen. Ich wollte gerade sagen, ich laufe hier lieber drüber. Aber wenn ich da loslaufe, fährt die Plattform hoch und ich renne plötzlich ein Stück noch runter. Ich wollte so springen ins Ziel. Einfach zur Sicherheit. Aber nee, ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Okay, sehr schönes Level. Sehr schönes Level. Bezogen auf dieses Gimmick. An sich mag ich das Gimmick selbst nicht, aber... Ne? Das Level an sich ist cool gewesen. Kommt man auf jeden Fall durch. Kann man schon schaffen. Kann man schon schaffen. Was? Ich weiß nicht, was er zeichnet. Am Ziel gestellt. Ja, genau, das war nämlich meine Befürchtung, dass wenn ich da schnell renne, fährt die Plattform hoch und dann laufe ich von ihr runter.
Und dann wäre es das gewesen. Okay, wir gucken mal kurz in unseren Stern. Und wenn nicht viel Neues ansteht, machen wir mit den Boost Bow Level ein bisschen weiter. Im nächsten Part dann. Ich sehe schon, wir haben schon wieder 20 Minuten. Das reicht eigentlich für einen Part. Vielleicht noch was Schnelles. Den Coin Runner von Devoree, der passt doch jetzt perfekt. Und das ist auch das einzig Neue. Ja, gut. Ja, gut. Coin Runner und der nächste Part ist dann wieder Boost Bow. Oh, das ist aber kurz. Münzen muss man sammeln. Schaffen Leute in 8 Sekunden? Okay. Ja, dann bin ich gespannt, was hier los ist. Ich darf wieder springen. Yay. Ach so. Das ist auch interessant. Also ich muss schnell rennen. Und dabei schießen. Und wenn ich 30 schaffe. Okay, ich darf keine Sekunde anhalten. Das ist interessant. Das ist mal was ganz was anderes von Devoree. Okay. Okay. Man darf nicht zu viel schießen, sonst verschießt man sich den. Oh mein Gott. Aber so sind es zu wenige. Oder? Ja, das hat nicht gereicht. Okay, ein bisschen schneller muss ich schießen, aber nicht zu schnell. Hard Mode hat er deswegen geschrieben, 40 plus, ich verstehe. Nein! Boah, 40 plus ist krass. Noch ein bisschen schneller. Aber nicht zu schnell. Boah, gerade so. Okay, also die 30 habe ich echt gerade so geschafft. Für viel mehr Münzen müsste man ihn sozusagen noch schneller drücken. Aber darf man eben nicht zu schnell. Das ist cool. Das ist eine coole Idee. Ich will es nochmal probieren. Ich will mehr als 30 schaffen. Ja. Okay. Coole Idee. Echt coole Idee. Kurz und das ist tatsächlich kurz und knackig. Sehr schön. Okay. Hat was. Aber das war's dann schon. Dann setzen wir doch einfach noch mit einem Level von Boost Bow an. Ne? Dann, wo ist er denn? Dann machen wir davon gleich noch einen eins. Es geht mit Laser Luigi weiter. Und zwar 1-1. Stage 1 in the first Leisure World. 2,77%. 55 Sekunden. Ja, gut. Ich spiele es natürlich als. Ja, moin. Ich spiele es natürlich als Mario. Ich bleibe Mario. Ich fange jetzt hier nicht an, Charakter umzustellen. Oh, was tue ich? Mist mache ich hier. Okay, soweit sieht das alles machbar aus. Oh, Checkpoint, nice. Sehr schön. Die nehme ich gerne mit. Jetzt fährt der Goomba los, wollte ich schon. Ah, da muss ich ein bisschen langsamer, okay. Gecheckt. Oh, ich hoffe, wir machen nicht zu viel mit. Oh, ne, 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 was, was? Ach so. Ach so, es ist nur für den. Okay, kein Shell Jump. Ich habe schon Befürchtungen wieder gehabt. Yo! Ganz ehrlich, ich brauche die Notenblöcke nicht. Ich komme doch direkt auf den Goomba darüber. Dann spare ich mir einen blöden Sprung. Weil Sprünge von Notenblöcken halt super unangenehm sind.
Ja, vielleicht brauche ich sie auch doch. Ja, ich brauche sie. Okay, schade. Mit Anlauf bräuchte man sie wahrscheinlich nicht, aber den kriegt man da so schnell nicht zusammen. Dann nutzen wir halt die Notenblöcke. Mist. So. So. Hopp. Hier muss ich jetzt warten, bis es Boom macht. Und dann geht's darüber. Das sieht aber nach Ziel aus. Oder halt zumindest nach Ende des Raumes. Ja, okay. Klopp. Hui. Speed behalten und Abflug. So, zack. Mach kaputt. Dankeschön. Und rüber da. Nein! Oh, ich dachte jetzt, ich segel runter. Okay, kommt da was raus? Ja, aber nichts Böses. Gut. Gut. Okay. Kleiner Vorgeschmack auf die Leisha. Auf die Luigi-Level von Boost Bo. Wir machen da im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.